Hallo, herzlich willkommen zum Ölvideo der Woche. Hier ist Aditya Nowotny vom Team Enjoy. Genieße Wohlbefinden, Glücklichsein und Freiheit. Wir haben heute den Klassiker schlechthin der Aromatherapie, das Lavendelöl von Young Living. Eine sehr interessante Geschichte, weil Gary Young, der Gründer von Young Living, war der Cowboy aus Nord-Idaho, der Lavendel dann in die Rocky Mountains brachte, nach Idaho, nach Utah. Die ganzen südfranzösischen Lavendelzüchter haben ihm vorausgesagt, das würde nicht funktionieren. Die Böden in den Rocky Mountains sind viel zu sauer. Und heute wächst der beste Lavendula angustifolia der ganzen Welt in den Rocky Mountains. Da der Lavendel, der echte Lavendel, in den letzten Jahren in Frankreich eine Erkrankung hatte und sehr viele Pflanzen dabei eingingen, hat jetzt ausgerechnet dieser Cowboy aus den Rocky Mountains den Lavendelsamen zurückgebracht. Und er wächst jetzt wieder in der Haute-Provence, in der Hohen Provence, und blüht sogar 4 bis 6 Wochen vor den verbliebenen französischen Pflanzen. Übrigens, wenn du diese Lavendelfelder so auf Ansichtskarten siehst, die sehen alle genau gleich aus, haben genau die gleiche Farbe. Und das ist gar kein echter Lavendel, das ist Lavandin oder Hybridlavendel. Der Hybridlavendel wird nämlich durch Stecklinge vermehrt und da geben pro Lavendelbusch 150 bis 250 Stecklinge, jeweils eine neue Pflanze. Das bedeutet, das wäre wie wenn man von einer Person 150 oder 250 weitere Personen klonen würde. Und deshalb sind diese Lavendelfelder in Südfrankreich, wo der Laie sagt, das sind Lavendelfelder, in Wirklichkeit sind es Lavandinfelder, also Hybridlavendel, deshalb haben die alle genau dieselbe Farbe. Wenn du mal ein Lavendelfeld siehst, was so scheckig ist, so gescheckert, wie wir Österreicher sagen, also mit unterschiedlichen Farben, was du übrigens garantiert dann nicht auf Ansichtskarten sehen wirst, das ist der echte Lavendel, Lavendula angustifolia, die Pflanze, die seit Jahrhunderten sehr geschätzt wird, aufgrund ihrer Stärke, aufgrund ihres Aromas, aufgrund ihrer wunderbaren Wirkungen. Und der echte Lavendel war es auch, den René-Maurice Gadfossé von Gadfossé Cosmetics 1928 bei einer Laborexplosion in seiner ganzen wohltuenden Wirkung kennenlernte und warum dann der Lavendel eigentlich das Nummer 1 Öl war in der modernen Erforschung der Aromatherapie. René-Maurice Gadfossé empfahl das dann weiter in den Pariser Arzt Dr. Jean Valnet. Der machte zahlreiche Studien und man fand, dass nicht nur Lavendel, sondern auch viele andere Öle aromatischer Pflanzen sehr wohltuende und gesundheitsunterstützende Wirkungen haben. Ich kann mir es natürlich nicht verkneifen, auch mit dem Lavendelöl eine Anwendung zu machen. Also du kennst das, das Öl aktivieren, 1, 2, 3, rechtsdrehend. Und das ist ein sehr hautunterstützendes Öl, aber auch gut für die Haare. Wenn du dir das auftragst, dann wirst du schon nach kurzer Zeit spüren, dass deine Haut und deine Haare viel weicher werden. Nicht nur duftig, sondern richtig weich, richtig sanft. Deshalb ist das unter den Kosmetikern natürlich ein Geheimtipp. Es gibt so ein paar Öle, die sind speziell für die Haut geeignet. Lavendel, Rosenholz, Myrrhe, Elemi, auch Weihrauch, Geranie und Sandelholz. Das wären so die 7 wichtigsten Öle für natürliche Hautschönheit. Toll natürlich, ich bin hier auf der Insel, es gibt Moskitos, es gibt Fliegen und in dem Moment, wo man sich da mit Lavendel und übrigens zusätzlich Zedernholz und Zitronella, das sind die 3 heißen Tipps, wenn ihr so Insekten von euch fernhalten wollt. Also in dem Moment, wo ich mich da mit Lavendelduft umgebe oder einreibe, da kommen die Moskitos schon nicht mehr. Übrigens auch, wenn du kleine Schnitte, kleine Kratzer hast, einfach einen Tropfen Lavendel drauf, das beruhigt und das unterstützt. Auch übrigens bei Mückenstichen. Für mich so angenehm, weil der Lavendel eben beruhigende Eigenschaften hat, besänftigende Eigenschaften hat.
kann ich nur sagen, ich bin total dankbar, weil ich bin ein Mensch, der wird gerne vielleicht zu süßes Blut, ich weiß es nicht, gerne gestochen. Und das juckt dann, diese Mückenstiche und der Lavendel, speziell wenn man es sofort drauf tut. Also ich habe immer so im Sommer ein Lavendelfläschchen mit, 1, 2 Minuten später drauf getan, es verschwindet innerhalb kürzester Zeit. Man hat kein Problem mehr mit dem Mückenstich. Es ist natürlich auch ein tolles Öl für zu Hause, wenn du also beruhigende Düfte in deiner Wohnung, in deinem Zimmer haben möchtest, empfehle ich dir, das im Verdunster zu verdunsten. Eine Einschränkung gibt es aber, es hat schon so manche Frauen gegeben, die haben sich gedacht, heute machen sie sich einen romantischen Abend mit ihrem Partner, mit ihrem Ehemann, mit ihrem Lebensgefährten, haben dann Lavendelduft in den Diffuser getan und als der dann kam, da hat er sich so wunderbar entspannt, dass er in kurzer Zeit eingeschlafen war und der romantische Abend hat leider nicht wirklich stattgefunden. Das also die Einschränkung, ansonsten wünsche ich dir Enjoy, genieße Wohlbefinden, glücklich sein und Freiheit mit den ätherischen Ölen von Young Living. Aditya Novotny vom Team Enjoy. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.